Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Let's Show. Ja, so wie ihr seht, so wie es aussieht, nämlich gerade in HD. Meine neue Hardware ist zwar noch nicht da, aber ich will gleich meinen HD-Versuch starten. Vielleicht klappt das ja auch, so wie ich mir das denke. Mal schauen. So, beim letzten Mal ist mir leider Minecraft abgestürzt. Beziehungsweise Fraps. Erst Fraps, dann Minecraft, so wie es aussah. Oder Fraps hat Minecraft runtergezogen, kann nicht auch sein. Woran es jetzt genau lag, weiß ich nicht. Das letzte Mal hat man uns das Lagerhaus angeguckt. Da war ich eigentlich auch soweit durch, deswegen mache ich gleich direkt weiter. Hier ist die Schmiede, direkt neben dem Bahnhof. Da gehen wir auch gleich mal rein. So, was sieht man? Drei Öfen, eine Kiste. Der Schmied hat auch ein Lager, eine Schlafstätte, eine Küche, ne, mit Essbereich. Angedeuteten Tisch. Ja, was sieht man noch so? Eine Kiste ist drin, ein bisschen Salz an Kohle, ein bisschen TNT, also zum Sprengen, falls ihr euch die Karte runterladet, ist genug da. Und nein, die Webseite habe ich noch nicht fertig. Die mache ich, da bin ich gerade dabei. Hier sieht man noch ein paar Diamanten. Also mit dem Downloaden wird er noch ein bisschen warten müssen. So, hier soll die Schmiede sein, mit Kamin. Ja. Außen komplett angedeutet. Soweit zur Schmiede. Alles ist auch weit beschriftet. Bahnhof, Anlegestelle und so weiter. Gehen wir weiter. Ach ja, da lang gehen wir weiter. Hier kommen wir zum weiteren kleinen Hütte. Das ist die Hütte des Holzfällers. Der hat eine kleine Küche und Schlafraum. Na, hier soll, ist angedeutet, dass er schon Bäume gefällt hat und so weiter. Na, mehrere Sorten an Bäumen hat er auch hier, wie man gerade sieht. Zum größten Teil Tannen. Auch andere Sorten am Baum. Eine Lagerstelle haben wir jetzt nicht gesehen, wo er das Holz lagert. Das geht denn, wenn er es abreißt. Ne? Habe ich mir vorgestellt, dass er dann gleich ins Sägewerk bringt, wo wir gleich hingehen. Ne? Hier ist das Sägewerk. Ja, und hier sieht man gerade meine zweite Explosionsstelle, wo mich ein Creeper hochgejagt hat. Danach habe ich dann auch die Monster ausgeschaltet, dass das nicht nochmal passiert. Ja, ich hätte es vielleicht gleich reparieren sollen. Ja, man sieht, ich habe es erst versucht mit der, zu reparieren, was mit dem Zeug, was da lag. Der gehört dahin. Ich bin auch überlegen, ob ich euch die unkonvertierte Karte gebe oder diese Karte und aber mit den reparierten Stellen. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Wenn die Webseite fertig ist. Achso. Genau. Gehen wir mal rein. Das müsst ihr also jetzt vorstellen, das Ding war so, war da auch zu klar wie hier. Ja, hier waren die Balken runter. Gehen wir rein. Dann sind wir hier im Büro. So. Hier sehen wir im Lagerbereich. Hier ist die Säge. Ja, wo die Bretter zugeschnitten werden. Liegt auch ein Balken drin. Hier unten ist der Vorratsspeicher. Ja. Hier machen wir mal weiter. Weitergehen ist nicht gut, keine gute Idee. Hätte ich euch zwar jetzt gerne den Weg gezeigt, wie man da hinkommt, aber wir gehen nur kurz hier ein Stückchen lang, um zu gucken. Ja, hier sieht man die Brücke, den Hafen von der anderen Seite. Wo der Weg jetzt hinführt, sage ich euch jetzt nicht. Gehen wir ein bisschen schneller wieder. Hier habe ich mir sogar Mühe gemacht, dass man nicht springen muss, um die Wege hochzugehen. Habe ich Treppen hingesetzt. Da ich ja gesagt habe, was wir von Ort zu Ort mit Minecart fahren, nehmen wir das Minecart. So, wir steigen mal ein und fahren zum Bergwerk. Wir sind hier im Hafengebiet fertig. Ab zum Bergwerk. Da
Da zu dieser Aufnahmezeit schon die Minecraft 1.2 schon draußen ist, welcher Version jetzt genau, ob jetzt schon höher als 1.2.2 schon draußen ist. Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe da heute Morgen was von gelesen. Habe ich ja gesagt, wenn bald 1.2 draußen ist, werde ich ein Let's Show, Play anfangen. Aber wie ich am Anfang erwähnt habe, ist meine Hardware noch nicht da. Und dass das hier erstmal nur ein Testlauf ist mit dem HD. Sobald denn meine Hardware da ist, meine neue, neues Mikrofon, Festplatten und, werde ich das Let's Show, Let's Play anfangen. Das Let's Show dann nehmen wir ein bisschen weiterführen, wenn das hier noch nicht beendet ist. So, jetzt sind wir hier, aber jetzt bin ich da. Sorry, jetzt habe ich mich verhaspelt. So, aber bevor ich jetzt mit dem Let's Play weiterrede, erzähle ich euch hier oben weiter, was hier ist. Hier haben wir mal den Bahnhof. Hier oben haben wir eine kleine Schmiede oder eine Schmelze. Kohle drin. So, die Kohle da oben denn? Naja, egal. Ja, bisschen Eisen. Noch mehr Eisen. Hier ist eine kleine Lager, hier ist ein kleiner Lagerraum. Und hier geht's runter zur Mine. Hier müsste Minecart stehen eigentlich. Damit man schneller runterkommt, eigentlich. So. Immer dieses eigentlich. Wie man sieht, sind hier keine Boosterschienen. Oder noch nicht. Werden auch nicht mehr hinkommen. Das heißt, man konnte ziemlich schnell runterfahren, aber rauf ging es nicht. Da ging es nur zu Fuß, deswegen auch noch die Treppen, weil ich hatte nicht genug Boosterschienen zur Verfügung. Und Gold hatte ich noch nicht. Wie man sieht, fange ich auch ziemlich tief schon in Minecraft an. So, hier beginnt die Mine. Hier geht es zwar noch weiter runter, Richtung Bedrock. Da unten sieht man den Bedrock. Jetzt gehen wir nach oben. So. Hier haben wir die Mine rein. So, man sieht, ich habe die hier schon angefangen gehabt. Also wenn ich so eine Systemmine anlege, mache ich es in der Regel so. Zwei hoch, fange ich an, mache mir die ersten Gänge fertig. Bestimmte Länge. Bestimmte Breite. Hier sieht man es noch. Wenn ich aber anfange, systematisch abzubauen, arbeite ich drei hoch. Das sieht man ja hier. Das ist dann meine Arbeitshöhe eigentlich, wo ich dann mich durch den Felsen kloppe. Ja, was gibt es sonst noch zu Mine zu sagen? Ja, ich arbeite soweit an einer Stelle runter bis zum Bedrock. Fange dann auf der nächsten Seite an und so weiter und so weiter, dass ich mich erstmal einmal ringsrum arbeite und dann war eigentlich der nächste Sprung dann ein bisschen ausbreiten der Mine gedacht. Soweit ist aber bei dieser Mine hier nie gekommen, weil ich habe die Karte dann aufgegeben und habe dann mit der Version 1.9 habe ich dann eine neue Karte angefangen. Die werde ich euch vielleicht auch in einem Let's Show vorstellen, das weiß ich noch nicht. Und mit der Version 1.0 habe ich euch dann die. Naja. Ja, mit der Version 1.0 habe ich dann wieder eine neue Karte angefangen. Oh, es schneit wieder. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Hier in der Ecke eigentlich gar nicht weniger. Das heißt, wir fahren wieder zurück. So, weiter zu erzählen. Sind wir hier wieder am, ne? Im Hafen. Wenn ich jetzt weiterfahren will Richtung Westen, also zum Schloss, muss ich wieder ein Knöpfchen drücken. So. Aber geht's wieder zurück. Jetzt fahren wir auch über diese schöne Brücke hier. Wie ich schon anfangs erwähnt habe, haben sich die Binome verschoben. Oder Biotope. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Und naja, das war alles mal schön grünes Gebiet, ohne Schnee. Also war nicht gefroren. So wie jetzt, müsste es eigentlich regnen wieder hinten. Oder wie es jetzt regnet, müsste es da hinten auch sein. Da wir jetzt aber nun vom Prinzip her zwar den größten Teil schon der Karte gesehen haben, fahren wir jetzt zum anderen Stellwerk und ab da geht es dann weiter. Ich werde die Aufnahme auch relativ kurz halten, also ich werde sie jetzt nicht auf 10 Minuten
oder auf 15 Minuten begrenzen. Oder wird es dann nicht 15 Minuten lang machen, da es jetzt hier nur ein HD-Test ist, mehr oder weniger. So, fahren wir, hatte ich gesagt, wir fahren Richtung, genau, dahin. Ich zeige euch nochmal den Weg. Nicht, dass man denkt, ich hätte das gecheatet. Einfach nur die Weichen so gestellt, dass man, also in dem einen Let's Show, dass ich die Weichen einfach so hingestellt habe, dass man fahren kann. Also ich das so im Prinzip ja was vorgemacht habe. Das stimmt nicht, aber wie man gerade sieht oder gesehen hat, ich komme da einfach an, drücke eine Taste und kann wieder wegfahren. Aber ihr werdet es ja feststellen, wenn ihr selber mal die Karte dann runterladen könnt, könnt ihr es ja ausprobieren. Das funktioniert. So, jetzt kommen wir am zweiten Stellwerk an. Und damit werde ich auch die Aufnahme beenden. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.